Hallo, herzlich willkommen zur Genos 2.0 Präsentation heute bei Session hier in Walldorf. Ich zeige euch heute alles, was neu ist in diesem Instrument, in einem kurzen Feedback. Wir starten mit ein bisschen Musik, gleich einer der neuen Styles vom Superior Pack 2.0 Genos hier installiert. Werfen wir gleich einen Blick in das Display, denn es haben sich hier einige Dinge verändert. Ihr habt jetzt mehr Informationen im Display, wenn ihr im Homescreen unterwegs seid. Einmal bekommt ihr zusätzliche Tempoangaben, ihr bekommt die Angaben der Länge der einzelnen Variationen. Habt ihr also ein Intro angewählt, dann seht ihr hier gleich, das Intro hat 8 Takte, ihr wisst genau, wann es in die entsprechenden Main Sections dann wechselt. Oben rechts sind 2 neue Informationen dazugekommen. Einmal der Schalter, die Anzeige für den Transposer und auch für das Octave-Setting. Somit noch mehr tolle Features hier im Instrument. Es gibt neue Funktionen. Einmal den Chord Looper. Auch den könnt ihr hier direkt im Display anwählen. Das bietet sich dann an, wenn man beispielsweise den Chord Looper auch gleich auf einen der Assignable Buttons legt oder vielleicht auch auf einen der Home Button im Display. Auch die neue Style Section Reset Funktion ist mit dabei. Und was wir jetzt hier machen, wir schauen uns ein bisschen das neue Softwarepaket an. In diesem Softwarepaket befinden sich viele neue Styles. Es sind insgesamt 50 geworden. Jeder dieser Styles hat passende One-Touch-Settings und es ist für jeden was dabei, für jedes Genre. Und wir starten hier mit den neuen Big Band Styles, fantastische Bläser. Und ich nutze ausschließlich die One-Touch-Settings, die bei diesem Pack gleich dazukommen.
diesem Package auch viele, viele neue Sounds. Und diese Sounds kann man direkt anwählen, natürlich dann auch einsetzen in die Styles oder auch in die MIDI-Files, in beliebige Registrations und somit sein Programm beliebig erweitern. Ganz, ganz sehr schön geworden ist hier diese Mellow Trombone. Auch die hat die Super Articulation 2 Eigenschaften. Das heißt, der Klang ist eigentlich von Haus aus monophon. Ich spiele einen Ton, einen zweiten dazu. Dann verschwindet der erste Ton. Spiele ich beispielsweise eine Oktave. Dann bekomme ich diese sehr, sehr schönen Übergänge. Ne? Holen wir uns gleich wieder einen der neuen Styles. Dieses Mal der 50er Pop Swing. Es gibt zwei fantastische neue Panflöten und wenn ich die auswähle, habe ich wirklich das Gefühl, auch die sind als Super Articulation vorhanden, das heißt auch hier Oktavspiel, Septimspiel. Und wieder einer der neuen Style, der heißt African Animation Ballad. Neuen Chöre hat man hier direkt im Style integriert schon gehört. Es gibt viele fantastische neue Bässe. Warum brauche ich neue Bässe? Einfach aus dem Grund, Bässe müssen sehr prägnant, sehr knackig klingen, damit sie auch in den Styles und auch in den MIDI-Files die entsprechenden Beats machen. Und da sind eben viele Bass-Sounds gefragt, auch diese alten DX7-Sounds. Ne? Die wir noch aus den 80ern, aus vielen Pop-Songs herkennen. Es gibt aus dem Bereich der Akkordeoninstrumente neue Klänge und hier ganz toll gemacht. Man hat nicht nur die rechte Seite, also Diskant, gesampelt, sondern auch die linke. Und jetzt kann ich tatsächlich richtig Akkordeon spielen. Ne? Oder hier einen zweiten Vertreter, ein bisschen weicher. Das spielt sich dann so weiter, neue steirische Sounds. Ein Schweizer Örgeli. Oder die Club-Akkordeon-Instrumente. Alphorn und natürlich eine spezielle Oberkreiner-Klarinette. Und da machen wir noch ein kleines Setup. Ich benutze hier zuerst die interne, sehr, sehr gut klingende, weiche Ballad-Klarinette. Und diese Klarinette
klingt hervorragend, aber sie ist eben auch sehr brav. Und für die Oberkrainer Musik brauche ich natürlich einen anderen Klang. Natürlich auch passende Styles aus diesem Genre. Zuerst hier ein neuer Unplugged Fast Waltz. Perfekte Simulation auch bei den Gitarren. Oder das Ganze als Unplugged Oberkrainer Polka. Und wenn man es ein bisschen zünftiger will, also auch bis mehr Power, dann nimmt man die neuen Party. Schlagerbereich, ganz große neue Auswahl. Ihr wisst alle, Schlager spielen ist sehr angesagt. Schlager klangen in den 70er, in den 80er Jahren natürlich anders, wie sie heute klingen. Und deswegen brauche ich natürlich auch Styles, entsprechende Sounds und Bässe, Drums, Klänge in der rechten Hand, die diesem Image so getreu werden, wie wir das heute aus dem Radio, aus dem Fernsehen und natürlich auch von den Bands kennen. Nur einige der neuen Schlagerstyles hier in dem Superior Pack. Es gibt Styles zum Thema 70er Jahre Disco und da gehen wir jetzt auch ein bisschen rein, denn diese Styles haben wieder echt das Image aus diesen Jahren. Passende Drums.
Viel Musikspaß in diesem neuen Update hier im Genus mit dem Superior Pack, das wie immer kostenfrei von Yamaha für alle Genus-Spieler zur Verfügung steht. Ich möchte euch einladen, einfach hier bei Session vorbeizuschauen. Sowohl in Frankfurt als auch in Walldorf sind die Instrumente mit der Software antestbereit. Und es gibt auch hier die Praxisbücher, passend zum Genus, wo ihr all diese Informationen, die Tipps und die Tricks in super ausgefüllten Workshops dann entnehmen könnt. Das Praxisbuch Nummer 4 wird im Januar erscheinen. Auch das gibt es dann bei Session hier zum Genus und wird als Schwerpunkt alles rund um das Genus-Update 2.0 enthalten. Ja, zum Abschluss noch ein kleines Medley. Wir machen hier ein bisschen was mit verschiedenen Sounds aus den Packs, Sounds aus dem internen Bereich, etwas Musik mit James Last. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und schaut wieder rein bei Session hier, wenn es um neue Keyboards von Yamaha geht. Dankeschön.